Hallo liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen zu Miguel kocht, heute wieder zu Hause. Und was habe ich euch Schönes mitgebracht? Es gibt Spargel. Ich habe deutschen Spargel gekauft, ganz frisch, vom Feld gestochen. Und woran erkenne ich die Frische? Die Frische erkenne ich, wenn ich ihn so ein bisschen an meinem Ohr reibe und ich so ein Quietsch-Knatsch-Geräusch habe und die Anschnitte unten schön saftig sind und so ein bisschen Wasser austritt. Das ist ein klassisches Merkmal für frischen Spargel. Wir werden den heute kochen und dann werden wir ihn lauwarm mit einer Salbei-Nussbutter marinieren. Dazu machen wir noch ein bisschen Tomate, ein bisschen Röstzwiebel und wer will, macht noch ein bisschen Schinken dabei. So, und los geht's. Unsere Zutaten heute sind Tomaten, geschält und entkernt, in Achtel geschnitten, Röstzwiebeln, weißer Spargel, Frühlingslauch, Salbei, Zitrone, Butter, Salz, bisschen Zucker und gestoßener Pfeffer. So, als erstes schälen wir unseren Spargel. Ganz wichtig ist, den wirklich gut zu schälen. Tut euch selber einen Gefallen, lieber eine Runde mehr schälen, als dass man beim Essen die Fäden zwischen den Zähnen hat, im Mund hat. Das ist so ein leckeres Gemüse und es ist so doof, wenn man den Spaß beim Essen verliert. Deswegen tut euch selber den Gefallen, schält ihn vernünftig. Guckt mal kurz ein bisschen näher, dann zeige ich euch, wie ihr es am besten macht. Ich nehme mal so einen ganz normalen Sparschäler. Ich habe da keine Vorlieben. Und wir gehen von oben nach unten und drehen mit Daumen und Zeigefinger den Spargel rum. So haben wir den schön aufliegen auf dem Unterarm. Und der Spargel bricht nicht. Ne? Von oben nach unten. So. Habe ich mal langsam gemacht. Und jetzt mache ich noch schnell den Rest. Wir haben unseren Spargel geschält, wir haben die Enden, die können holzig sein, sagt man, so ein ganz kleines bisschen, einen Zentimeter abgeschnitten. Die Abschnitte haben wir auch noch zu den Spargelschalen gegeben, weil aus den Spargelschalen machen wir jetzt einen Spargelfond. Und in diesem Fond garen wir unseren Spargel. Das machen wir einfach, um den Geschmack so ein bisschen zu erhalten. Spargel enthält über 50% Wasser. Und wenn ich ihn dann in normalem, blankem Wasser, wie wir sagen, koche, wird der Geschmack nicht intensiviert, sondern verwässert, ganz klar. Und deswegen kochen wir uns einen kleinen Spargelfond. Wir nehmen die Schalen, die Abschnitte, bisschen Zitrone, bisschen Butter, Salz und Zucker. Lassen den einmal aufkochen, diesen Fond. Und dann lassen wir ihn ziehen. Ziehen so lange wie möglich. Also wenn der 2 Stunden zieht, lieber 3, umso besser. Wichtig ist nur, ihn nicht durchzukochen, weil dann kocht ihr alle Bitterstoffe aus den Schalen. Und ihr habt so was ganz Bitteres als Fond. Und das ist einfach nicht so schön. Gut, die Schalen bedecken wir mit kaltem Wasser, gerade so, also dass sie bedeckt sind. Und die Zitrone können wir mit allem, was da ist, reinpressen. Das schon. Machen wir 1,5 Zitronen auf die Menge. Einfach rein mit kochen lassen. Kleines Stück Butter und ab auf den Herd. Gut, also dann kochen wir jetzt unsere Spargelschalen. Da geben wir einen guten Esslöffel Salz dran. Wir geben Zucker, Teelöffel 1, 2, 3. Müsst ihr natürlich nochmal abschmecken gleich. Also es soll schon salzig, kräftig, spargelig schmecken. Weil wir jetzt nicht so viel Zeit haben,
und weil wir relativ viel Spargel bei uns zu Hause essen. Ihr wisst ja, ich mache immer alles in diese Saftflaschen ein. Habe ich schon Spargelbrühe gekocht. Da setze ich dann immer oben so ein bisschen die Butter ab, die wir in dem Topf haben. Aber ja, das ist eigentlich ganz prima. Dann machen wir das hier ein bisschen auseinander. Upsala. So. Gut. Hier drin kochen wir jetzt unseren Spargel in dem Fond. Und weil wir ihn lauwarm machen, werden wir ihn auch kurz abstecken in kaltem Wasser. Normalerweise kocht ihr ja den Spargel zum Schnitzel, zum Kalbsrückensteak, zum Stück Fisch. Dann kommt er natürlich direkt aus dem Topf auf den Teller oder auf die Platte, wie ihr das haben wollt. Unsere Zubereitung heute ist halt so eine kalte bis lauwarme. Und um den Spargel nicht weiter garen zu lassen, schrecken wir ihn in kaltem Wasser ab. Wir haben jetzt 2 Pfund geschälten Spargel in den Fond getan. 2 Pfund geschälter Spargel entsprechen ungefähr 3 Pfund ungeschältem Spargel. Der Spargel kocht jetzt 7 bis 8 Minuten und wenn wir ihn rausholen, sollte er sich leicht biegen, dass er nicht so müde runterhängt und zerkocht ist oder schon noch ein bisschen Biss hat. Ein bisschen knackig darf der schon noch sein und dann ist er eigentlich perfekt. Gut, dann haben wir jetzt den Spargel gekocht. Ich zeige euch mal kurz, was ich meine. Ihr seht, der gibt so ein bisschen nach. Ist aber noch relativ fest. Ja? Dann ist das so, die dickeren Stangen lässt man ein bisschen länger drin. Man kann auch mal reinpieksen. Das Messer mit ein bisschen Widerstand noch rein und raus geht. Dann ist eigentlich gut. Und dann, wie gesagt, mit kaltem Wasser abschrecken. Rausholen. Mit dem Küchenkrepp trocken tupfen und schon mal auf den Teller legen. Und dann geht es direkt mit der Butter weiter und wir finishen das Ganze. Gut, auf dem Spargel haben wir gesagt, machen wir diese Nussbutter mit Salbei. Nussbutter ist für mich so, ja, das deutsche Olivenöl, sage ich jetzt mal. Mit Nussbutter kann ich alles essen. Also das ist super lecker. Warum heißt es Nussbutter? Es ist eigentlich eine verlassene Butter, wo die Molke auf dem Boden sinkt. Und ihr seht, ich gehe hier schon mit relativ starker Hitze dran, wo die Molke auf dem Boden sinkt und ein bisschen braun wird. Und es gibt so einen nussigen Geruch, nussigen Geschmack. Ich zeige euch das aber jetzt, wenn die soweit ist. Also Nussbutter ist ja ganz einfach herzustellen, keine Frage. Nur sie verbrennt zum Schluss relativ schnell. Deswegen gilt eigentlich die Regel, lieber früher vom Herd holen als zu spät. Und wenn ihr das so ein bisschen schwenkt, geht es auch langsam wieder runter. Drückt mal näher. Jetzt kriege ich so ein bisschen ein. Und jetzt gebe ich schon in so ein Salbei so ein bisschen hinzu, damit er schon mal Geschmack an die Butter abgeben kann. Gar nicht so viel machen wir da. Weil Salbei natürlich sehr intensiv ist. Ein paar Spitzen, ein paar Blätter. Wie gesagt, ne? Das ganze Gemüse, Kräuter, auch wenn es aus dem eigenen Garten kommt, immer schön waschen. Keine Frage, so, hier seht ihr hier unten ganz schön das Braune. Und das ist die Nussbutter. Und wenn ihr euch das so zufächert, dann habt ihr diesen Geruch. So, jetzt haben wir unseren Spargel hier so ein bisschen nett drapiert, sage ich jetzt mal. Und jetzt geht es auch schon ans Ende. Und zwar geben wir unsere Nussbutter, die haben wir umgefüllt, in ein kleines Schälchen, damit sie uns nicht mit der Resthitzetopf verbrennt. So. Das riecht super. So, und dann mit der Butter, leicht frittierten Salbei, den geben wir da mit drauf. Genau. Prima. Bisschen grobes Salz.
nicht geschrotet in Pfeffer. Genau. Dann gehen wir hier hinter Tomaten. Segmente wie so zufällig reingefallen. Und auch über die gehen wir noch ein ganz kleines bisschen Butter. Klar, die Butter hat viele Kalorien, aber dafür der Spargel nicht. Gut. Für den Crunch unsere Röstzwiebeln. Die kann man selber machen. Die habe ich jetzt mal gekauft, um nicht noch mehr Arbeit heute Abend zu haben. Die sind dann auch da. Und dann haben wir ein bisschen Frühlingslauch. So. Zack. Und zwei, drei Scheibchen Schinken mache ich schon drauf. Da habe ich jetzt das mal so. So. Ja, und das war unser Gericht. Das war unser Gericht für heute. Spargel mit Salbei-Nussbutter, Röstzwiebeln, Tomaten und wir mag ein bisschen Schinken. Ich möchte mich gerne bedanken, dass das Format so gut ankommt und ihr das so nett kommentiert in den sozialen Medien und bei uns im Internet, im Blue Eye. Mir bleibt nur zu sagen, viel Spaß beim Nachkochen, bleibt schön gesund.